Wir sind hier in Ravendreth. Wir haben uns als Pakt die Band hier ausgesucht. Ich weiß immer noch nicht, ob das eine gute Idee war. Willkommen. Wir werden es sehen. Ebenfalls verdammter Freund. Der Hof der Ernter. Tretet vor den Hof der Ernter und schwört eure Treue. Schattentor. Windet euch durch die Schatten, um am Zielort zu erscheinen. Ihr fragt euch sicher, warum wir unsere Macht einem gewöhnlichen Sterblichen verleihen. Ihr seid aber kein Gewöhnlicher, nicht wahr? Nein, ihr könnt die Grenzen des Schlundes mit Leichtigkeit überschreiten, was nicht einmal den ältesten Ventier möglich ist. Diese Fähigkeit allein würde euch schon perfekt für meinen Plan machen. Aber an euch ist noch viel mehr, nicht wahr? Ja. Es wird nie reichen, Dinatrius nur zu besiegen. Wir müssen auch seinen Griff um Ravendreth lösen. Er hält dieses Reich mit Hilfe der von ihm erschaffenen Medaillons im Griff. Jedes enthält einen Teil seiner Macht und wurde einem bedingungslos treuen Diener überlassen. Wir müssen die Medaillons sicherstellen und damit eine neue Ära einläuten, in der Ravendreth zu seinem wahren Zweck zurückfindet. Ich habe von diesem Plan vor Jahren schon einmal gehört, Rinatal, bevor die wahren Absichten des Meisters bekannt wurden. So, Eid gegenüber der Anklägerin abgelegt, Eid gegenüber der Kuratorin abgelegt. Legt den Eid der Ernte ab. Ich akzeptiere euren Treueschwur. Ihr dürft euch erheben. Dankeschön. Ihr habt uns eure Loyalität bewiesen. Kämpft an unserer Seite. Machen wir. Ah. Der mögliche so, Retter Schattentor der Schattenlande ist erlernt. Da. Das hatten wir hier, genau. Heiliger Pakt, trefft Prinz Rinatal in der Ritualhalle im unteren Bereich des Sanktums. Benutzt den Spiegel. Trefft uns unten in den Kammern, um anzufangen. Ich will mal kurz gucken, hier hinten scheint ein Flugpunkt zu sein. Okay. Mein Meister sagt, ich soll jedem dienen. Alles. Denk dran, ein sicherer Flug ist ein langweiliger Flug. Ja, da haben wir einen Gastwirt. Bin jetzt am Überlegen. Na, können wir später noch machen. Mal hier. Nee, wir machen erst hier die Quest. Benutzt den Spiegel. Einfach rein. So. Alter, es ist riesig hier. Hallo. So, bitteschön. Anima erwachen. Nehmt am Ritual der Ernte teil. Bitte nehmt euren Platz ein, wenn ihr bereit seid. Okay. Ihr steht vor dem Hof der Ernte und seid willens, unser Geschenk anzunehmen. Helft uns, Ravendreth seinem wahren Zweck zuzuführen. Helft uns, diese Welt von einem Tyrannen zu befreien, der die Realität bedroht. Diese Gabe der Macht wird euer sein, solange ihr unserer Sache treu bleibt. Sehr schön. Was kann dieser bescheidene, so, gefallene Prinz heute das für euch tun? Kommt hier hin. Wege zum Ruhm. Sprecht mit Rahel. Der Vorarbeiter hat viele interessante Verbesserungen für Sündensturz geplant. Beeindruckende Arbeit für einen Gräber. Benutzt den Spiegel.
vorne. Sanktum Aufwertung. Okay. Ja, wir gucken uns das dann alles hier noch ein bisschen genauer an. So, bitteschön. Die Beute des Hofes untersucht eure Ruhmstufe im Sündensturz. Zeigt mir, wie es um meinen Ruhm steht. Vertiefendes Band. Eure Verbindung mit dem Ventier wächst, was die Ausdauer um 2% erhöht. So, 3. Ihr haltet Zugriff auf die dritte Reihe von Nadjas. Ach so, hier. Eure Verbindung haben wir. Okay. Ihr haltet Zugriff auf die dritte Reihe von Nadjas Seelenbandboni. Ihr könnt mit Taktikerin Saka sprechen, um diese Abenteurerin zu rekrutieren. Das nächste Kapitel der Ventier-Kampagne wird verfügbar. Schimmernder Umhang des Krufthüters. Vorlage. Okay. Also hier gibt es eine Menge Sachen, die man dann freischalten kann. Boah, wie hoch geht das denn? 40. Titel Graf. Reittier, Grabstein, Kampfgargon. Ihr könnt mit... Okay, so. Dann machen wir das jetzt, beenden. Ein Ruf zur Hilfe. Sprecht mit Randall. Schon wieder nach unten. Eieiei. Ich möchte mal hier das Sanktum erforschen. Sprecht mit Randall im unteren Bereich des Sanktums. Ich würde hier gerne reiten können. Ein Ruf aus Raventreff. Schließt 3 Weltquests in Raventreff ab. Tribut des Hofes. Enthält wertvolle Gegenstände aus den Schatzkammern des Hofs der Ernter. Vorsicht! Okay. Die Dürre macht dieses Reich besonders gefährlich. Arbeit für mich? Da haben wir nichts. Ganz schön lebendig. Ja, ich versuch's. Waffenschmied von Natria. Wir haben ewig Zeit, euch kennenzulernen. Okay. Ich will das hier mal kurz verkaufen. Was haben wir hier drüben? Waffenschmieden von Natria. Oh gut, ich brauche eure Hände. Okay. Da ist Prinz Renatal. Hier haben wir Waffenschmied von Natria normal. So lange her, seit ich und da Schlachtbrowser. Könnt ihr euch meine Waren denn überhaupt leisten? Das weiß ich noch nicht. Das werden wir sehen, wenn ich endlich nach Natria rein darf. So, ist hier sonst noch was? Da ist nichts. Rüstmeister. Rüstmeister von Sündensturz. Und Paktrüstungsaufwertung. Ihr braucht das, was ich so, habe. Da brauchen wir Reservoir Anima. Ein Maß für die Anima, die eurem Pakt zur Verfügung steht. Okay. Ah ja. Schildhand. Ach, dazu muss man die... Schließt Kapitel 7 eurer Packkampagne ab. Ah ja, okay. Ein Stab ist nur kosmetisch. Auch nur kosmetisch. Wie sieht das aus? Oh, 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 oh. Wir brauchen Rang 7. Okay. Also, wenn wir Rang 7 haben, sehen wir geil aus. Ihr wollt schon gehen. So, ihr könnt die Gegenstandsstufe vieler Gegenstände aufwerten. Ja, kennen wir schon.
mit dem Aufwerten. So, dann einmal nach oben. Diener von Sündensturz. So, dann wollen wir uns hier mal umgucken. Da geht die Treppe hoch. So, was haben wir hier drüben? Schmiedekunstbedarf. Braucht man nichts. Warum ist die hier? Nehmt mich mit. Ah ja, die können wir dann rekrutieren, genau. Lucia können wir, glaube ich, dann auch rekrutieren. So, was ist da drüben? General Draven. Seelenwächter. Mit ihm können wir nicht sprechen. Tässchen Tee? Nein, danke. Lass mich in Ruhe. So, hier haben wir das ist nur eine kleine Zeug, was wir kaufen können. Kosmetisch, das ist alles kosmetisch hier. Schreckliche Flederschwinge. Oh, was braucht man da? Dankbare Gabe, ein Geschenk von den Bewohnern der Schattenlande, die für zurückgebrachte Anima dankbar sind. Wird beschaffen, indem ihr Anima an einen Ort leitet und dann Aktivitäten rund um dessen Bewohner ausführt. Okay. Zurückkommen. Das tun sie alle. Ich habe die besten und was haben wir hier? Reisenetzwerk. Reaktiviert das mysteriöse Netzwerk aus Spiegeln, das sich über ganz Ravendreth erstreckt. Fahrt fort, das Netzwerk wiederherzustellen. Was, um die Fähigkeiten zu erhalten, zerbrochene Spiegel in ganz Ravendreth zu reparieren. Diese können eingesetzt werden, um Zugriff auf geheime Orte und außergewöhnliche Belohnungen zu erhalten. Nach der Aktivierung habt ihr Zugriff auf weitere Aufwertungen. Verleiht diesem uralten und mächtigen Gerät Anima. Sobald es wieder betriebsbereit ist, könnt ihr damit Anima in die unterschiedlichen Bereiche Ravendreths leiten, um neue Herausforderungen und Abenteuer zu aktivieren. Nach der Aktivierung habt ihr Zugriff auf weitere Aufwertungen. Stellt den Stolz unserer Truppe in Ravendreth wieder her, während wir weiter für alle Ventier kämpfen. Rekrutiert Gefährten und Truppen und schickt sie auf eine Reihe Abenteuer überall in den Schattenlanden. Helft dabei, Prinz Renatals Einfluss durch die am höchsten geachtete alte Ventier-Traditionen wiederherzustellen. Unglaubliche Party schmeißen. Okay, und das hier. Ach, hier kann man dann einbezahlen, wenn man was hat. Alles klar. Wenn es sonst nichts gibt. So, was haben wir hier drüben noch? Gastwirt. Ne, ich lasse das erstmal mit dem Gastwirt. Wir können hier Weltquests machen. Dann würde ich sagen, ja, ich wollte eigentlich aufhören. Aber wir fliegen morgen hier raus. Und werden schon mal 3 Weltquests machen. Was haben wir hier? Lagert 35 gespeicherte Anima im Anima-Reservoir. Okay, also hier geht es vor allem um Anima-Sachen. Schnappt einen Gräber. Wir fliegen morgen, oder vielmehr, wir sehen uns morgen in Stolzsturzweiler wieder. Dann bis morgen.